Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dem neuen Daily Modpack Projekt auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zu Minecraft C. Es wird wieder Zeit für ein neues super, super, super cooles Modpack Projekt auf diesem Kanal. Deswegen, wie gesagt, begrüße ich euch alle recht herzlich zurück zu Minecraft C. Es ist was sehr Besonderes. Ich habe mich lange darüber informiert und lange gesucht, was für Modpack wir spielen werden. Und ich habe sehr, sehr, sehr cooles gefunden. Eins, das es so, glaube ich, auch noch nicht gegeben hat oder das ich so auf keinen Fall kenne und das vielleicht viele von euch auch gar nicht kennen werden. Denn, ja, ihr seht schon, es ist etwas komplett anderes. Wir spielen nämlich eine Sache, die nennt sich Sea-Block. Und das ist eigentlich eine Art Sky-Block unter Wasser. Es gibt ja auch zum Beispiel Stone-Block oder Ice-Block, was einfach auch auf die gleiche Art und Weise praktisch gemacht wurde. Oder nicht auf die gleiche, es sind alles unterschiedliche. Und auch hier sind sehr, sehr, sehr viele Sachen unterschiedlich. Das heißt, wie ihr schon sehen könnt, wir befinden uns komplett unter Wasser. Und es gibt auch überall nur Wasser. Das heißt, bis ganz nach oben auf 255 geht hier Wasser. Hier unten geht das Wasser bis an den Grund. Hier überall gibt es noch Sachen, die man erkunden kann, irgendwelche Tempel, irgendwelche verschiedenen Dörfer und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel Zeug. Ihr seht auch hier oben schon einfach ein Orca oder so rum. Also ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen und wir sind natürlich für immer unter Wasser. Es gibt hier sehr viele Besonderheiten in diesem Modpack, sagen wir mal so. Angefangen mit unserem Kollegen Chili Willy, der mit uns hier in der Basis chillt und mit uns hier hoffentlich auch das Modpack spielen wird. Ich begrüße dich, herzlich willkommen. Ich hoffe auch du lässt in der ersten Folge den fetten Daumen nach oben da, weil du gespannt auf das Projekt bist. Siehst du auch so? Siehst du auch so. Finde ich super. Okay. Ja, was ist Minecraft Sea? Es ist, wie gesagt, das neue Daily-Projekt. Es ist ein riesiges Modpack. Es ist ein sehr ausgereiftes Modpack von einem bekannten Modpack-Ersteller, der sich hier richtig Mühe gegeben hat mit einem riesigen Questbook, in dem alles Mögliche erklärt ist und, wie gesagt, mit sehr vielen Besonderheiten. Es gibt sehr viele neue Mechaniken, die man noch nicht kennt, die aber unglaublich cool sind. Es sind bekannte Mods dabei, es sind sehr viele neue Mods dabei. Eine gute, sehr gesunde Mischung. Und eine der Besonderheiten, Besonderheiten, sagen wir lieber so, die es hier gibt, ist erinnert ein bisschen an Subnautica, denn das hier ist gerade unsere Anfangsbasis, aber ihr seht diese Schlösser hier überall an der Seite und diese Schlösser sind dafür da, unsere Basis auszuweiten. Das heißt, wenn wir in der Questreihe weiter vorankommen, dann kriegen wir Schlüssel und mit den Schlüsseln können wir dieses Schloss öffnen und dann ja, wird praktisch ein neuer Bereich in diese Richtung erschaffen oder in diese Richtung, je nachdem, wo wir das Ganze dann eben aufmachen. Und apropos Questreihe, es gibt hier wirklich sehr viele Quests und auch wirklich sehr coole Quests. Ihr seht hier schon, so könnte unsere Base später aussehen. Das heißt, wenn das hier unser Startcube ist, dann können wir das hier drüben irgendwie ausweiten in eine andere Richtung und so weiter. Und nach oben können wir auch irgendwas machen. Also es gibt sehr viele Dinge. Achso, und regulär heißt das Modpack übrigens Rustic Waters. Also wer das runterladen möchte, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Welcher Link auch in der Videobeschreibung ist, ist der zu G-Portal. Denn auch hier spiele ich natürlich wieder auf dem Server. Und auch hier könnt ihr euch einfach wieder, wenn ihr das mit euren Freunden oder so zusammenspielen wollt, einen Server bei G-Portal mieten. Super easy, einfach Minecraft installieren, Rustic Waters auswählen. Und das Ganze wird automatisch so gemacht. Und ihr spawnt direkt hier in eurer Welt, könnt das spielen und mit euren Freunden irgendwas machen. Es ist auch Multiplayer-freundlich. Und ich glaube, wenn man es im Multiplayer spielt, ihr müsstet euch dann zum Beispiel TP'en, aber ich glaube, regulär ist es so, dass jeder von euch in dieser eigenen Kapsel spawnt, weil es gibt mehrere hier unter Wasser, die ein paar hundert oder ein paar tausend Blöcke untereinander voneinander entfernt sind und dann kann man später einfach wieder zusammen oder man teleportiert sich eben. Also, wer den Server braucht, G-Portal. Aber jetzt gucken wir uns ganz kurz mal ein bisschen das Questbook an, denn ihr seht hier schon, es gibt unglaublich viele Questlines und ihr seht auch schon einige neue und auch, wie gesagt, einige alte Sachen, die man so kennt, die man vielleicht wiederverwenden kann, worauf ich sehr gespannt bin, weil auch viele der Mods habe ich selber schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Aber das kann nicht schaden, zum Beispiel mal wieder so einen Mechanismus-Reaktor zu bauen oder so. Wir fangen einfach mal mit der Introduction hier oben an. Das ist nämlich so gesehen die erste Questline, die wir machen müssen, um unseren ersten Hub-Expansion-Key zu bekommen. Das ist hier unten. Und es sind hier auch schon wieder super viele neue Mods, super viele neue Sachen. Es gibt natürlich auch wieder Besonderheiten, wie man hier drin an Rohstoffe kommt, wie man handeln kann. Denn es gibt auch Unterwasser-Villages, mit denen man traden kann oder mit dem Village, mit dem wir traden können. Das dann aber wahrscheinlich später erst, wenn wir auch richtig tauchen können. Denn wie schon gesagt, es hat ein bisschen Subnautica-Feeling. Ich habe ja gerade die Trapdosing gemacht, damit der gute Chili Willy nicht abhaut. Der ist uns nämlich 0, nichts hier drüben weg. Aber wir wollen den eigentlich noch ein bisschen länger behalten. Wir können also auch aus unserer Base raus und hier ins tiefe, weite Meer abtauchen. Und ihr seht auch schon, die Luftanzeige ist ein bisschen wie in Subnautica, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und dann könnte man hier natürlich erkunden. Das Problem ist, wir haben nicht viel Sauerstoff, uns wird super schnell kalt.
Hier unten ist sogar ein Schiffwrack, das ist sehr cool. Da drüben ist auch irgendein Tempel oder sowas. Also soweit sieht das schon mal ganz vielversprechend aus. Ja, wir können natürlich noch nicht so lange unter Wasser irgendwas machen, deswegen... Das war gefährlich, mein Guter. Deswegen gehen wir da später hin, wenn wir da ein bisschen besser tauchen können oder so. Eine Sache, die uns da schon mal hilft, ist hier oben, dass wir praktisch einfach nur sagen, okay, wir haben ein Questbook, das sind die Sachen hiervon. Wir klicken auf Claim und dann kriegen wir so einen dünnen Wetsuit. Mit dem halten wir vielleicht ein bisschen länger durch, was die Temperatur angeht, denn auch da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht erfrieren oder überhitzen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und ansonsten finde ich es sehr lustig, dass praktisch in diesem kleinen Ding-Abschnitt hier drüben mehr geschrieben wurde, als in dem kompletten Minecraft-Seeker-Questbook überhaupt. Okay, das ist gemein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich würde sagen, dann kommen wir schon mal zu den Basic-Sachen, so mehr oder weniger. Das heißt, wir holen uns ein bisschen Holz, bauen hier ein bisschen Sachen ab. Ihr seht, wir haben hier solche Apple-Seeds und so ein Zeug. Das heißt, wir können hier immer wieder praktisch Äpfel anbauen an unseren Bäumen und die ja, geben uns dann so ein bisschen Rohstoffe. Mit dazu auch eine Sache, die auch direkt hier am Anfang erklärt wird in dem Questbook, was ich wieder unglaublich cool finde. Das heißt, wenn wir hier reingucken, wenn man einen Baum von unten aus abbaut, das heißt den untersten Block, dann wird er einfach gefällt. Sowas wie Weinmeiner-mäßig, aber nicht als Weinmeiner, nur bei Bäumen. Super nice und es steht auch direkt mit dabei, wir können twerken, um zum Beispiel die Setzlinge schneller wachsen zu lassen. Kennt man also auch soweit, dafür also super cool. Und wenn wir jetzt hier einfach den Baum abbauen, dann macht er direkt Baboom und der ganze Baum ist natürlich mit weg. Ich liebe es, es ist so cool, ich liebe es, wenn Sachen erklärt sind, ich liebe es, wenn irgendwelche Mechaniken hier mit drin sind. Es ist der Oberhammer und gerade solche Weinmeiner-Dinge sind natürlich ziemlich nice. Ja, und die Äpfeldinger, die können wir eigentlich auch wieder anbauen. Aber ich glaube, die machen wir später irgendwo eher an unseren Rand, damit das so Essensversorgung getrennt von unserer Holzversorgung oder so ist. Wäre, glaube ich, relativ sinnvoll. So, hier kriegen wir jetzt eine Bucket und ein bisschen Cobblestone und das ist ziemlich cool, denn da können wir jetzt direkt zwei weitere Sachen machen. Das eine ist der Furnace Gully oder einfach nur normaler Furnace, basically. Er hat sogar eine andere Textur, ich weiß aber nicht genau warum, aber wir machen uns einfach mal einen normalen Ofen. There we go. Das ist praktisch die Quest, die wir dafür machen müssen. Und auch hier wieder mehr Text als im ganzen Sigma Modpack insgesamt. Wo uns erklärt wird, dass wir Strings mit Vines craften können und dass wir Bonsai Pots nicht so bekommen. Weil wir haben hier gerade, wie ihr seht, einen Spiderweb Sapling bekommen. Das heißt, wir können Bonsai Pots machen. Es ist aber nicht wie Sky Factory 4. Also keine Angst. Wir haben nicht einfach überall irgendwelche Bonsai stehen und sind super OP. Aber es gibt Bonsai Pots. Aber eben, wie gesagt, für andere Sachen, wie zum Beispiel diese Spiderweb Saplings, um dann an Strings oder sowas zu kommen. Und wir können uns direkt mal das Bett aufstellen. Eine Sache, die nämlich auch sehr wichtig ist, ist, guck mal, er wollte schon wieder abhauen, ist, dass wir hier, ja, wirklich schnell unseren Spawnpoint setzen, damit wir nicht draufgehen, sonst spawnen wir nämlich woanders. Und das können wir ganz kurz machen, indem wir das hier machen. Und dann können wir, zack, ganz gut schlafen gehen. Okay, sehr cool. Dann haben wir das auch abgeschlossen und jetzt könnten wir uns zum Beispiel direkt noch eine Schere bauen. Und ich glaube, für die haben wir sogar auch alles mit dabei, um dann zum Beispiel sowas wie Blätter abzubauen. Also Spruce Wood, wir wollen aber wenn dann eine Oakwood Schere. Da haben wir sie. Sehr nice. Nächste Quest abgeschlossen. Wir machen einfach einen Speedrun in diesem Ding. Nee, aber hier wird uns auch wieder erklärt, dass wir einen Hub-Expansion-Key haben, mit dem wir unseren Hub erweitern können, also unsere Base, unseren Hub, whatever. Und dass Bonsai-Pots nicht gecraftet werden können, sondern wir können sie über Guild-Trades oder über Sea-Merchants bekommen. Und Guild-Trades, das ist, wir klemmen das Ganze mal ganz kurz, eine Währung hier drin, das haben wir unten, das sind einfach diese, ja, diese Dollarscheine mit Villagern drauf. Und dann haben wir diesen Shop hier drin, bei dem wir uns manche Sachen kaufen können. Die Sachen hier drüben, die können wir uns immer kaufen. Das heißt, ja, das sind einfach Sachen, die man immer wieder holen kann, immer wieder kaufen kann. Aber die Sachen hier drüben, das ist One-Time-Use-Guild-Trade. Also ich glaube, die können wir alle nur einmal kaufen und danach sind sie vorbei. Oder man kann sie danach wieder freischalten über irgendwas anderes. Aber wir können zum Beispiel nochmal zwei Bonsai-Hopping für 5 Guild kaufen. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir Geld haben. Oder wir handeln es eben, wie gesagt, mit Sea-Merchants, also mit den Unterwasser-Villagern, wenn wir dazu praktisch kommen. Und theoretisch könnten wir uns schon mal den Bonsai-Pot nehmen und uns daraus eine Kiste oder sowas bauen. Damit wir das Ganze machen können. Okay, oder auch nicht. Die Chest ist schon ein bisschen verändert. Und die machen wir... Ah! Da kommen wir gleich zu einer neuen Mechanik in diesem Modpack, auf die ich auch sehr gespannt bin und die ich wirklich schon wieder unglaublich cool finde. Ihr wisst, ich finde alles immer unglaublich cool, aber das ist wirklich unglaublich cool. Also don't judge, please. Es gibt hier nämlich super viele neue Crafting Table und das hier ist einer davon, der Traders Workshop. Und das sind alles so verschiedene Professions, die wir hier haben. Das heißt, es gibt ganz viele Workshops. Ihr seht hier, das sind die ganzen Stück, die ganzen Workshops, die es gibt. Es gibt welche für Basic, Engineering, Chemist, also sowas ähnliches wie die Berufe der Villager gibt es hier verschiedene Workshops, mit denen man arbeiten kann. Die funktionieren aber alle zusammen und miteinander, was super nice ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Blätter holen,
So, und uns dann nochmal einen Crafting Table bauen. Den machen wir zu einem Worktable oder zu einer Workbench. Und dann können wir daraus den Trader Workshop machen. There we go. Und dann haben wir das Ding schon mal am Start. Und das Teil hat es wirklich wieder in sich. Wir können auch gleich mal die Quest hier drüben claimen. Ihr steht hier schon, ihr seht hier schon, es gibt komplexe Rezepte, die man in diesem speziellen Worktable machen muss. Aber im Chat wird alles angezeigt und das ist natürlich auch super cool. Und das sind nur zwei Stück davon. Der Trader und der Tailor Workshop. Und das ist einfach ein 5x5 Crafting Feld mit Fluids mit dazu. Das heißt, es gibt Rezepte, wo wir zum Beispiel Wasser oder Öl oder Lava oder was auch immer benutzen müssen, um uns Sachen zu craften, in einem 5x5 Crafting-Feld. Und mit dazu brauchen wir hier drüben immer irgendwelche Werkzeuge, die wir darin benutzen. Das heißt, in einem Trader-Workshop ist es zum Beispiel Knife, in einem Tailor-Workshop ist es sowas wie Nadel und Faden. Es ist super nice. Und ihr seht auch, wir können hier oben wechseln, das heißt, wir können hier alle hintereinander stellen und dann können wir immer zu dem Table wechseln, zu dem wir gerade müssen, um irgendein Crafting-Rezept oder so zu machen. Ich liebe es. Ich finde es super cool. Vor allem 5x5 Crafting ist halt auch wieder so eine kleine Besonderheit. Ist es 5x5 oder 4x5, genau. So eine kleine Besonderheit, die man natürlich sonst mit dazu hat. Und dann kommen wir gleich zu einer Sache davon, und zwar zu dem Wooden Knife. Ich fühle mich echt so, als würde ich ein Speedrun. Ich weiß nicht, aber es ist so cool. Weil wirklich in dem Modpack ist halt einfach so, man macht die ganze Zeit Fortschritte, man hat immer was Neues zu tun, man lernt immer was Neues mit dazu. Es gibt so viele neue Mechanics, also ja, ich liebe es. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es hilft ungemein, gerade bei den ersten Folgen. Also auch generell ist es super motivierend für mich. Es ist cool für das Video. Also ja, wenn euch das Projekt gefällt, wie gesagt, ballert einen Daumen nach oben rein. Warum habe ich jetzt lauter Leaves bekommen von dem Baum? Und nicht nur einfach so die Sachen. Hä? Hat meine Axt irgendwas Neues, Besonderes bekommen? Oder warum baut er seit neuestem die Blätter von dem Baum mit ab? Das hat er vorhin nicht gemacht, oder? Also, da müssen wir sogar vielleicht ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir hier, nicht, dass wir gleich nur noch Setzlinge oder so haben. Das wäre ein bisschen doof. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Okay, aber wir machen uns mal ganz kurz eine Nadel und Faden und den, oder ein Messer, meinte ich. So, das können wir dann nämlich hier drüben reinlegen. Und als nächstes brauchen wir noch einen Purified Water Bucket. Das ist einfach nur Wasser nochmal geschmolzen. Also nehmen wir uns Wasser, werfen das hier drüben rein. Wir können einfach mal, ja, einfach so Holz nehmen, I guess, oder? Um das zu schmelzen. Und dann können wir daraus Purified Water machen. Ziemlich nice. Ich bin gespannt. Und natürlich, wie auch schon davor, es ist ein Daily-Projekt, also kommen die Folgen natürlich auch daily auf diesem Kanal. Ich bin sehr gespannt, es ist ein absolutes YouTube-Only-Projekt, das heißt, nichts hiervon wird gestreamt werden auf Twitch. Ist bei dem Modpack auch nicht nötig, denn es ist, wie gesagt, kein Export-Modpack, oder ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber es ist kein Export-Modpack. Es hat ein paar Sachen, also es hat ein paar schwere Sachen natürlich, ist nicht so, als würde man ja einfach durch Russian Kitchen Sink mäßig, aber nichtsdestotrotz hat man auf jeden Fall sehr viel zu tun. Genauso wie wir den Waterbucket hier drüben rausnehmen können. Und damit haben wir dann die Needle hier drüben fertig. Okay, vielleicht müssen wir das Messer doch auch rausnehmen. So. Detect, und dann haben wir hier unsere Nadel. Sehr cool. Quest complete, Knife Troubles. Und die kommt hier rein. Unser Messer kommt hier rein. Und jetzt können wir uns endlich eine Kiste bauen. Das heißt, wir gehen hier hin, machen hier das normale Rezept. Huch, das normale Rezept für eine Kiste. Und die bekommen wir jetzt. Jetzt nochmal eine Besonderheit in diesem Worktable, die ich gerade nicht gesagt habe. Dieses Wooden Knife hat eine 120 Durability, also 120 Haltbarkeit. Und es gibt Rezepte, die brauchen sehr viel mehr als das. Das heißt zum Beispiel, um eine Kiste herzustellen, brauchen wir 12. Wie ihr sehen könnt, minus 12. Aber wenn es jetzt irgendein super krasses Rezept ist, dann kann es auch sein, dass wir dafür 500 Durability brauchen. Und dann brauchen wir halt ein besseres Knife. Also für Late Game einfach ein bisschen anders gebalanced. Joink, da ist sie, unsere Chest. Und die können wir natürlich direkt aufstellen. Wir nehmen uns mal ganz kurz eine Erde hiervon mit. Und setzen die in den Hopping Bonsai rein und machen direkt mal den Spiderweb Sapling dazu. Dann kriegen wir nämlich Holz und Spinnenweben bzw. Strings direkt komplett automatisch. Und eine Sache, die wir auch machen könnten, wäre den Korallenboden von hier unten holen. Das stand nämlich gerade in einer der Quests, genau, in dieser hier. Bonsai oder Bonsai Pots funktionieren mit Dirt, aber wir können auch Coral Reef from the Ocean Floor benutzen in den Bonsai Pots. Dann ist es 25% schneller und das können wir dann wieder praktisch neu hydrieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir da bis jetzt schon runterkommen würden. Also ob wir es überhaupt schaffen würden, bis an den Boden zu tauchen. Und wenn ja, ob wir da überhaupt was abbauen können. Oh Gott, okay, also Luft hätten wir tatsächlich noch genug. Aber ich hätte ein bisschen Angst, dass wir hier erfrieren oder so. Aber hier ist eh alles voller Gravel, ne? Okay, da gehen wir lieber da. Lol, Grow. Ach nein, das war wegen dem Achievement gerade, ne? Weil wir unseren Bonsai-Pot da drüben aufgestellt haben. Ja, wir. Inchi.
ganz an den Ocean Floor will ich mal noch nicht. Auch wenn wir eigentlich gerade unten waren, aber da gehen wir lieber hin, wenn wir das auch wirklich können. Sonst erfrieren wir davor noch oder keine Ahnung was. Ist Chili-Willi noch da? Ja, sehr gut. Yeah, und hier ist schon das erste Holz und der erste Stick drin. Okay, aber gut, ich würde sagen, Chili-Willi, das war's weit von der ersten Folge. Bleib stehen, Bruder. Das war's weit von der ersten Folge. Minecraft C-Block oder Minecraft C, einfach nur verkürzt, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Schaut auch morgen wieder vorbei. Schaut in den täglichen Folgen vorbei. Es wird ein sehr, sehr cooles Projekt. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Also da rein. Habt einen wunderschönen Tag. Oh, gut, bis dann. Peace.